uns jetzt hier einmal dem Summit widmen. Der Rettet Summit, es ist eigentlich genau der Zeitpunkt, wo der Rettet Summit läuft, also immer Ende April, Anfang Mai, in den Zeitraum jedes Jahr. Das ist der größte Event. Um Ihnen mal so ein paar Rahmen zum Summit zu vermitteln oder so ein Gefühl dafür, wie groß der Event ist. Red Hat ist heute eine Organisation innerhalb der IBM, eine unabhängige Unit, und hat heute 17.000 Mitarbeiter. Der Summit, ich kann jetzt berichten vom letzten 2019, 18, 19, auf dem werden war ich, und in 2019 waren wir, meine ich, bei 10.000 Teilnehmern gewesen. Das ist auch was, was über die Jahre kontinuierlich wächst. Das heißt, es ist der größte Kundenevent, wo letztlich die größten Hersteller, Partner, Kunden letztlich zusammentreffen. Das ist eine Konferenz, die geht 3-4 Tage. In dem Rahmen gibt es mannigfaltige Möglichkeiten für die Ankündigung der neuesten Themen. Das machen wir heute natürlich auch, aber eben auch dem Austausch. Parallel gibt es immer auch eine Open-Source-Konferenz, auf der dann eben auch in der Community hierbei natürlich die Möglichkeit besteht, eben sich auch tieftechnischer in die verschiedenen Themen reinzubegeben. Gut, fangen wir einfach mal an. Der Rettet Summit als Virtual Experience. Da wir genau einen Tag nach dem Tag 2 des Summits sind, haben wir heute natürlich mal einen sehr, sehr frischen Eindruck, wirklich direkt von den Sessions mit den wichtigsten Themen. Das heißt, die ganzen Inhalte kennen wir auch noch nicht in Form von Präsentationen. Das ist auch für viele Red Hatter, ist es in der Tat neu, dass also so, dass auf dem Summit die Produktankündigungen passieren, damit sie Ankündigungen sind, sickert da auch nichts durch. Der Summit selber findet virtuell statt, das heißt auf einer Plattform. Das war im letzten Jahr in den ersten Minuten ein bisschen herausfordernd, dann lief das alles. Wir hatten dann allerdings auch 80.000 Teilnehmer gegenüber 10.000 physikalisch, 80.000 virtuell. Die Annahme, dass es also in Zukunft eine Mischung zwischen physikalisch und virtuell sein wird, ist, glaube ich, relativ naheliegend, dass es das in irgendeiner Form auch weitergeben wird. Also, was ist zugrunde zu sagen, ich das mal vorgeschickt, the future is open. Red Hat ist eine eindeutige Open Source Company, das heißt, Red Hat ist ein Unternehmen, was ein Open Source Engineering Modell hat. Wir bauen Software zu 100% aus Open Source Komponenten. Nach aktuellen Studien nutzen 90% aller Unternehmen weltweit Open Source. Auch Closed Source Hersteller setzen Open Source Technologien ein und bauen daraus Produkte. Das ist ja das Schöne, dass wir hier gemeinsame Standards haben, die ganz viele nutzen können und verbessern, aber dann natürlich trotzdem in einem Geschäftsmodell, in einem Businessmodell eben zu einem Produkt bauen, das man eben dementsprechend kaufen kann oder verkaufen kann mit Service. So, fangen wir mit der Keynote an. Ich darf Ihnen Paul Cormier vorstellen. Paul Cormier ist einer der wirklichen Urgesteine von Red Hat. Ich glaube, der ist wirklich seit den frühesten Zeiten, 98, 99, mit der Firmengründung mit dabei. 20 Jahre gibt es ja schon, weit über 20 Jahre gibt es das Unternehmen und das Thema Red Hat Enterprise Linux. Er ist der President oder CEO von Red Hat. An ihm zur Seite stand eigentlich der damalige CEO Jim Whitehurst, der ja heute President bei der IBM ist. Das Thema IBM begleitet uns immer wieder. Wenn Sie da Fragen haben, ja, IBM hat Red Hat gekauft als Unternehmen für, ich meine, 32 Milliarden US-Dollar, jetzt vor knappen 2 Jahren. Vor 1,5 Jahren war dieser Deal dann auch dementsprechend abgeschlossen, vor 3/4 Jahren. In der Tat ist es so, dass das Ganze, ich sag mal, wir sind so die Kulturauffrischung der IBM. Ja? Das heißt also, eine IBM erfindet sich neu in ganz vielen Dingen, organisatorisch, kulturell, technologisch. Es gibt jetzt das erste Co-Engineering, also auch die IBM fängt an, Open-Source-Entwicklungszyklen anzuwenden. Dazu kommen wir vielleicht an einer anderen Stelle immer wieder mal hinein. So, 90% der Leader, die wir heute haben, also der IT-Leiter, der IT-Verantwortlichen, nutzen heute Enterprise Open Source. Das heißt, Open Source hat einen unglaublich breiten Verbreitungsgrad in der Industrie weltweit. Vielleicht noch ganz kurz die Beantwortung, die Frage, dieses wunderschöne Loft oder Office, was Sie im Hintergrund sehen, das ist in der Tat das Bostoner Büro, da hat man sich menschenleer, aber das ist in der Nähe des Wassers, auch wenn Sie mal in Boston auf dem Summit sind. Das Summit wechselt immer zwischen San Francisco und Boston Jahr für Jahr hin und her, wenn er dann physikalisch stattfindet. Fürs nächste Jahr habe ich da ziemlich starke Hoffnung. Gestartet ist die Keynote mit dem Thema Rückblick. Wie ist eigentlich die Story von Red Hat zu sehen? Weil
das Thema Linux oder Open Source hat sich ja wirklich in den letzten 20 Jahren etabliert. Open Source gibt es ja seit 20 Jahren, aber das Thema Linux hat sich vor allem in verschiedenen Bereichen auch sehr, sehr stark manifestiert. Ein Bereich, der wirklich zu nennen ist, ist der Bereich Robotics. Die Robotik wäre heute nicht da, wo sie ist, wenn sie nicht wirklich entsprechende Open-Source-Systeme, Technologien nutzen würde für die Entwicklung dieser großen, also dieser komplexen Themen und dieser radikal schnellen Entwicklung. Wenn man sich das Ganze heute mal anguckt, Innovation passiert heute vor allem im Bereich Open-Source, weil ganz viele Unternehmen, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen, Technologien nutzen und sie weiterentwickeln. Ich spreche nicht vom Verwenden für Geld mit dem Support- und Enterprise-Anspruch, sondern hier wirklich in dem Bereich Technologie nutzen zu können als Bestandteil des eigenen Engineerings. Das Thema Robotics ist sicher einer der bekanntesten Bereiche, die wir hier finden. Das Thema Cloud ist genauso wichtig und das kann keiner besser sagen als Matt Garman. Das ist der Vice President von AWS, der weltweit für Sales und Marketing zuständig ist. AWS ist einer der frühesten Cloud-Partner von Red Hat. Bereits seit 2002 hat AWS sehr intensiv mit Red Hat zusammengearbeitet und die eigene AWS Cloud, also die ersten Offerings gebaut, damals mit Red Hat Enterprise Linux. Heute ist AWS der Marktführer, glaube ich, zum Thema Compute unter dem Bereich Public Cloud, aber einer der großen in ganz vielen Bereichen und hier auch ein ganz wichtiger Partner für Red Hat, weil natürlich die Kunden Cloud adaptieren und Lean-Methoden adaptieren, insofern auch dementsprechend Enterprise-Software dort betreiben. Und es gibt unterschiedlichste Red Hat-Produkte auf AWS. Es gibt Partner, die deployen Systeme auf AWS. Es gibt Kunden, die transferieren oder betreiben ihre Infrastruktur auch auf AWS mit Red Hat-Systemen. So, und das kann man heute eben relativ bruchfrei machen. Das heißt, zum Beispiel aus der AWS-Konsole können Sie OpenShift starten und konsumieren. Nur mal so ein Beispiel. Da kommen wir später noch zu. Also das Thema AWS ist, Public Cloud ist einer der großen Treiber. Open Hybrid Cloud. Nichts anderes sagt Scott Guthrie. Scott Guthrie ist die Nummer 2 der Microsoft nach dem bekannten CEO an der Stelle, der auch eigentlich ein steter Gast auf dem Summit ist. Den habe ich jetzt mehrfach auch getroffen. In der Tat war Satya Nadella selber 2019 auf dem Summit auch in Boston mit dabei auf der Bühne. Das war das erste Mal. Die Microsoft ist im Jahr 2015 Red Hat-Partner geworden. Die Historie zwischen Microsoft und Open Source, die kann man ja durchaus mal kritisch beäugen. Ja? Wenn man mal zurückdenkt an Steve Ballmer, aber die Zeiten sind lang vorbei. Microsoft ist heute eines der führenden und treibenden Open Source Unternehmen, interessanterweise, im Cloud-Umfeld. Die entwickeln ganz massiv mit an Kubernetes zum Beispiel. GitHub, ja, ein Beispiel gehört der Firma Microsoft, ist ein nicht mehr wegzudenkendes Technologie- und auch Repository-Portal letztlich für Softwareentwicklung an der Stelle. So, und wenn wir uns heute mal vor Augen führen, was eigentlich in der Cloud passiert, dann ist es so, dass wir heute Workloads betrachten, die entweder immer noch bare metal laufen, virtuell, in der Private Cloud und in der Public Cloud. Und genau das ist der Anspruch von Red Hat, Open Public Cloud. Der Anspruch von Red Hat, das ist das, was wir seit Jahren sagen, im Kerne vor 5 Jahren schon gesagt haben, das ist das Credo, was wir sehen in 5 Jahren und heute ist es Realität. Bei ganz vielen Unternehmen finden wir das an dieser Stelle, die eben heute sagen, Cloud ist ein wichtiger Bestandteil, gerade für meine digitalen Geschäftsmodelle, für die Bereiche, wo ich gar nicht weiß, wie groß meine Ressourcen sind. Das kann ich mir gar nicht ins Rechenzentrum stellen. Da brauche ich Lean-Methoden. Da muss ich also die Möglichkeit haben, auf Ressourcen zu arbeiten, die dementsprechend nach Bedarf, dementsprechend nachgesteckt werden automatisch. So. Und letztlich ist es so, dass wir heute eigentlich eine verbreitete Anzahl der Clouds haben, von 8 bis hin zu 8 unterschiedlichen Clouds mit ganz verschiedensten Vendoren. Also auch Softwarehersteller gehen sehr intensiv auf die Cloud-Themen, weil eben Kunden das in der Cloud nutzen und deswegen interessanterweise die Clouds dieser Welt, die AWS, die Azures, die Googles und die IBMs und wie sie heißen, auch natürlich ein Reseller-Weg sind, ein Channel sind hinein in die Kunden. Ja. Das bestätigt auch der CEO von der IBM. Das ist die Nummer 1 neben Jim Whitehurst bei der IBM. Dummerweise habe ich jetzt im Capturing des Fotos den Namen nicht hinbekommen. Das ist ein bisschen durchaus auch schon eine sportliche Aufgabe, sowas live mitzuschneiden, dass wir hinterher quasi im Rahmen einer Diashow das auch mal anschauen können. Rechts, ich kann Ihnen leider jetzt den Namen nicht einblenden, das ist der CEO der IBM, der über Jahre
das viele Jahre die Cloud Unit im Bereich Cloud verantwortet hat bei der IBM. Und spannenderweise ist es genau so, er ist heute an der Stelle wirklich der Lead bei der IBM zusammen mit dem Jim Whitehurst. Wenn man mal auf ein anderes großes Unternehmen schwenkt, das ist Microsoft, jetzt mache ich das mal, genau eine analoge Entwicklung eigentlich. Das heißt, da ist der heutige CEO auch der, der eigentlich das Thema Azure groß gemacht hat. In welchen Bereichen wird das Thema eingesetzt? Ich habe eben das Thema Robotik gehabt, wir haben das Thema Cloud gehabt. Dieser Kollege von der IBM ist CTO im Bereich Space Tech. Das heißt also wirklich für die Unterstützung der Raumfahrt seitens der IBM. In der Tat so ist es so, dass ja OpenShift mit die Bewandtnis von OpenShift als Containerplattform oder als Containertechnologie und Plattform ist eine der spannendsten gemeinsamen Wetten zwischen der IBM und Red Hat. Die IBM hat das gesamte Softwareportfolio auf OpenShift Container ausgelegt. Alles, was sie von der IBM bekommen können, läuft auf entsprechenden OpenShift Containern und setzt diese voraus. Und das ist etwas, was zum Beispiel jetzt auch aktuell in der ISS zum Einsatz kommt. Ja, also in der Internationalen Raumstation ist mit dem letzten Transporter dort ein von HP, IBM und Red Hat gemeinsames Package geliefert worden. Also Hardware mit einer entsprechenden Containerplattform drauf, auf der dann entsprechende Container-Workloads laufen im Bereich der Analyse von Mykosen, also von Bakterien, von irgendwelchen Keimzellen, die dann in der Luft, in der Raumluft, der Umgebungsluft der ISS entstehen. Das ist, ich sag mal, wenn wir sagen Cloud to the Edge, und dafür steht dieses Thema, ja, Edge ist eigentlich so der Rand. Wenn wir das mal so als tangentiale oder als Entfernungsgerade sehen, weg vom Erdmittelpunkt, dann ist das sicher einer der am Rande befindlichen Dinge schon außerhalb, also im Orbit letztlich der Erde an der Stelle. Zu sehen, dass also hier auch durchaus Technologie als Edge, als IoT-Edge-Technologie eben auch durchaus im Bereich der ISS eingesetzt wird. Ich gehe jetzt mal ein bisschen von der strategischen Ebene auf die produktseitige Ebene, weil da kommen wir jetzt ein bisschen mehr in die Themen rein. Es ist also festzuhalten, dass das Thema Cloud, Open, Hybrid, Cloud und Edge, IoT, das sind die wichtigen Themen, Schwerpunkte, die wir haben. Gerade der Edge-Bereich ist eigentlich der Schwerpunkt, der aktuell, glaube ich, am meisten ein bisschen die Parameter auch der klassischen Rechenzentren verschiebt, dass eben Workload immer mehr IT-Compute-Power wandert in Richtung der Erzeugung der Daten. Und darum geht es ja. Wir sprechen von datengetriebenen Geschäftsmodellen, wir reden von datengetriebenen Applikationen. Und da, wo die Daten entstehen, werden sie berechnet. Sei das der Funkmast, sei das in dem Fall die ISS, sei das ein Schiff, sei das ein Flugzeug, sei das ein Fahrzeug, ein Auto. Ich denke, gerade Autos sind mit einer der besten Beispiele dafür, wenn Sie mal sehen. Kommen wir im Beispiel VW zum Beispiel. VW ist einer der ganz großen Kunden oder auch andere, die eben hier wirklich ihre Fahrzeuge fit machen oder heute so betreiben, dass es ja auch eine Compute-Plattform ist. Das heißt also Fahrzeuge, die sowas wie in Zukunft autonomes Fahren oder sicherheitsrelevante Dinge, das gesamte Entertainment-Programm, Infotainment-Programm letztlich auch in Software auf diesen Fahrzeugen dementsprechend leisten. Ist es also so, dass diese Fahrzeuge über Upgrades versorgt werden? Das sind eben letztlich alles fahrende Edge-Devices, die unglaubliche Massen an Daten einsammeln, verarbeiten und letztlich eine erweiterte Komponente in einem riesigen Netzwerk sind, ja, was den Begriff des physikalischen Netzwerks längst gesprengt hat. In diese Richtung gehen auch ganz klar die technischen Ankündigungen, die jetzt Matt Hicks als nächstes macht. Matt Hicks ist der Executive Vice President of Products and Technologies. Das ist im Kern die alte Rolle von Paul Cormier. Und Paul Cormier ist ja zum CEO aufgerückt und Matt Hicks ist insofern an dieser Stelle sein Nachfolger. Wenn wir mal angucken, was ist eigentlich die Foundation von Red Hat, also was sind so die Grundlagen von Red Hat, dann lässt sich das eigentlich in drei Bereiche zusammenfassen. Es gibt noch mehr außenrum, aber im Kern sind es die drei Themen. Wir haben auf der einen Seite Red Hat Enterprise Linux. Das ist seit 20 Jahren bekannte, robuste Bodenplatte bei Red Hat. Das ist letztlich die Grundlage, auf der alles Weitere basiert und entstanden ist.
Betriebssystem, das physikalisch, virtuell in der Cloud hervorragend funktioniert und eben bekannt ist für seinen Sicherheitsgrad, für seinen unglaublichen, für seine Sicherheit, für seine Stabilität. Auf dieser Basis entstanden haben wir dann das Thema OpenShift oben drüber, die Containerplattform. Die Containerplattform ist ja einmal eine Containerplattform, die Container bereitstellt zum Entwickeln und zum Betreiben für ganz unterschiedliche Workloads. In den letzten Jahren, wir reden ja noch von einem Produkt, was im klassischen Produktverständnis noch gar nicht alt ist, reden wir mal von 3-4 Jahren in dieser Art und Weise, wie es heute verfügbar ist an der Stelle und sich Kubernetes durchgesetzt hat am Markt als Container-Management-Standard. Auch diese Wette ist ja noch nicht so alt und da war Red Hat einer der allerersten, die mit Google zusammen gesagt haben, Kubernetes ist das nächste große Ding. Als Google anfing, Kubernetes als Orchestrierungsmaschine zu entwickeln, Technologie zu entwickeln für die eigene Google Cloud. Da ist Red Hat bereits 2014 zusammen hingegangen und hat gesagt, wir glauben, dass das das nächste große Ding ist und haben dann letztlich die gesamte Cloud- und Container-Strategie auf das Thema OpenShift als Containerplattform gesetzt. So, also OpenShift ist wirklich die Containerplattform, die basiert auf Red Hat Enterprise Linux. Das heißt also, das Kubernetes von Red Hat bringt dementsprechend Enterprise Linux mit und damit die ganzen sicheren Themen, die wir eben aus der Geschichte von Enterprise Linux kennen. Warum ist es wichtig? Weil wir das seit 20 Jahren machen, weil wir das so unglaublich sicher machen und stabil machen und das gesamte Ökosystem an Hardware- und Software-Vendoren dort wirklich einphasen in Form eines Produkt-Lifecycles. Der ist bei Red Hat Enterprise Linux bis zu 13 Jahren lang. Das ist ein unglaublich langer Zeitraum der Coverage. Bei OpenShift haben wir andere Innovationszyklen, da passiert alles viel schneller. Aber auch da bieten wir mit, ich meine, bis zu 5 Jahren, da müsstest du, Götz, vielleicht mal kurz bestätigen, ob ich da richtig liege, ein Support-Lifecycle, der für das Thema Cloud und Cloud-Native eigentlich eine richtig lange Zeit ist. Liege ich damit richtig, Götz? Nochmal bitte. Der Support-Lifecycle, den wir für OpenShift anbieten, liegt bei 5 Jahren ungefähr? Ich weiß nicht, wo wir aktuell gerade sind, ich glaube bei 3. Bei 3, okay, dann Das ist ja nicht der Punkt in dem Fall, weil es geht ja darum, eine stabile Containerbetriebsplattform anzubieten, die eben über die ganze Multicloud gezogen werden kann. Und dass man da die Miner-Releases mitgehen muss und dann eben supported bleibt, ist eine Sache. Dass wir ein Red Hat Enterprise Linux für 10 oder 12 Jahre supporten, ist halt ein bisschen unser Trademark gewesen. Das heißt, mit neuen Produkten arbeiten wir uns dann auch typischerweise von etwas weniger Zusage zur Supportability hoch zu längeren Zeiträumen. Genau, danke. Also OpenShift letztlich oberhalb des Themas Red Hat Enterprise Linux, die Plattform für den Betrieb, für das Entwickeln und Betreiben von Container-Workloads, von Applikationen, aber auch von AI-Workloads. Letztlich ist es ja im Bereich Data Analytics der Trend sehr stark in Richtung Container zu gehen als Basis. Um das Ganze herum gibt es das Thema Ansible Automation Platform. Das Thema haben Sie sicher schon mal gehört, Ansible. Ansible haben wir als Firma vor einigen Jahren gekauft. Und Ansible ist mittlerweile das Thema mit der Ansible Automation Plattform für das Betreiben, Automatisieren von Infrastruktur. Das ist auch gerade ein Thema, was in den letzten Jahren von der Adaption am Markt und von der Akzeptanz am Markt eigentlich schier explodiert. Um Ihnen mal ein grobes Gefühl dafür zu geben. Ansible ist eine Technologie, die wir in Form des Produktes Ansible Enterprise Plattform liefern, was ermöglicht, jegliche Art von Storage, Server, Netzwerk, Cloud, Applikation und so weiter und so fort auszurollen. Auf das Thema aber ganz, ganz viele Hersteller aufsatteln, mittlerweile mit eigenen Schnittstellen. Das waren so vor 18 Monaten ungefähr 500. Wir haben heute jenseits der 3500 Hersteller Produkte, die sich hier innerhalb von Ansible Automation Plattform finden. Also, wenn wir mal auf die großen Themen der Zeit gucken, Digitalisierung, Cloud Native, Linux, Container und Cloud und das Thema Automation von allem, auch Security und so weiter, sind das hier grob dargestellt, die drei großen Produktbereiche, die im Kerne den bestehenden Kern des Red Hat Portfolios ausmachen. So, jetzt kommen wir zu den Ankündigungen, sag ich mal, die jetzt auf dem Summit entsprechend kommuniziert worden sind. Zunächst ist es so, dass Red Hat das Thema OpenShift auf AWS als Containerplattform, als Enterprise-Containerplattform anbietet. Neu ist, dass das Ganze über den Marketplace passiert. Das heißt, AWS und Red Hat haben in einem gemeinsamen Co-Engineering OpenShift so verarbeitet oder so implementiert, dass es als
Corporated Plattform letztlich bereitsteht als Software as a Service oder als Plattform as a Service auf AWS. Und zwar ist es so verarbeitet, dass Sie es auch direkt aus der AWS-Konsole nutzen können. Das heißt, im Kerne können Kunden, die also eine AWS-Strategie haben, in die Cloud gehen, das ganze Thema auch über, können Sie OpenShift nicht nur im Rechenzentrum auf Ihrem Server einsetzen, sondern auch über Ihren bestehenden Amazon-Market, über den Marketplace konsumieren an der Stelle. Das Interessante ist genau auch, dass das Thema auch von Partnern entsprechend wiederverkauft werden kann. Das heißt, auch das ist hier eine Stelle, wo wir eben den Mehrwert haben, eben dass Partner selber hier entsprechende Implementierungen mit ergänzen können, eventuell eigenes Engineering, eigenes Consulting mit einbringen können. Und dieses Produkt ist sicher dafür eine ganz, ganz große Basis. Warum ist das interessant? Das ist deswegen interessant, weil genauso wie das bei Kunden heute der Fall ist, auch bei Red Hat letztlich der Bereich Cloud als Channel nicht mehr von der Hand zu weisen ist. Der ist ein größerer Anteil mittlerweile. Der ist deutlich spürbar und sichtbar und der wächst sehr stark. Das heißt, die Cloud-Adaption schreitet voran und AWS hat hier, sag ich mal, gemeinsam mit Red Hat dafür gesorgt, dass das OpenShift als ein integrierter Dienst gefühlt wie ein AWS-Service, so einfach wie Sie es kennen, letztlich auf Knopfdruck über die Konsole genutzt werden kann, ausgerollt über den Marketplace. Aber das ist nicht nur alles. Es ist einfach nur der erste von mehreren Cloud-Providern. Dieses Angebot gibt es genauso von der Microsoft Azure und gibt es genauso von der IBM und gibt es auch von der Google. Das haben jetzt halt an der Stelle nicht mehr als 3 Logos reingepasst an der Stelle. Also das heißt, OpenShift ist heute zu finden bei allen großen Cloud-Providern, Public-Cloud-Providern als Software as a Service, als Infrastrukturkomponente, die ich hier eben in meinem erweiterten Data Center Space, sag ich mal, zwischen meiner Private Cloud on-premise und meinem Cloud-Ressourcen nutzen kann. Ich kann also hingehen und sagen, ich nutze nicht nur in einer Cloud, ich kann es in mehreren Clouds nutzen. Man kann hier also ein hybrides oder ein Multi-Cloud-Szenario mit OpenShift umsetzen an der Stelle. OpenShift ist die Container-Plattform und das Thema Kafka ist Ihnen sicher bekannt zum Thema Datastream, ja einmal als Technologie, ansonsten auch als Produkt und Red Hat bietet dieses Produkt in AMQ Streams an, beziehungsweise im Integration Package als Container Runtime für Applikationen. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil Applikationen natürlich Daten aus Datenquellen brauchen. Das heißt also aus einer Analytics-Plattform, aus einer Big-Data-Plattform, wo Daten eben dementsprechend in Echtzeit bereitgestellt werden für die Applikation. Red Hat geht jetzt den ersten Schritt und das ist das erste große Announcement, das bisher als eigenes Produkt angebotene Paket AMQ Streams selber hier an der Stelle jetzt anzukündigen oder neu anzubieten als Software as a Service, also als Red Hat OpenShift Streams für Apache Kafka. Ganz konkret heißt das, dass Kunden jetzt hingehen können und sagen, so wie Red Hat, wie Kunden von AWS OpenShift nutzen können oder auf AWS OpenShift nutzen können, bietet Red Hat jetzt OpenShift Streams für Apache Kafka als Cloud-Service an, den man entsprechend nutzen kann für seine Infrastruktur. Das heißt, der Kunde kann wirklich darauf vertrauen, dass Red Hat hier einen entsprechenden eine Betriebsstabilität bietet. Und letztlich ein Stück weit der eigene Betrieb das gar nicht betreiben muss. Ja? So, das ist das erste große Announcement. Kannst du zu dem technologischen Thema vielleicht noch was sagen, Götz? Weiß ich nicht. Du meinst von den Streams? Mhm. Das Announcement ist tatsächlich, dass wir das als eine SaaS-Lösung als Hosted Service anbieten. Man kann das natürlich auch in Kafka als Streams mit AMQ Streams heißt das dann auf OpenShift betreiben. Genau. Also das ist das erste Produkt, sage ich mal, oberhalb der Containerplattform, das Red Hat jetzt aus dem Portfolio wirklich als Cloud-Service anbietet. Also der Weg in die Cloud, der ist nicht zu verkennen. Und wenn ich jetzt mal auf einer strategischen Ebene gucke, die IBM hat eine Cloud, die ist gegenüber einer AWS und anderen Clouds im Vergleich, wenn man mal den Gartner-Quadranten aktuell zum Thema Infrastructure as a Service, also Compute, anguckt, ist eine AWS Marktführer. Aber das sieht zum Beispiel ganz anders aus, wenn wir so in die Vertical Clouds reingehen oder wenn wir in die Themen reingehen, zu ganz spezifischen Themen wie IoT oder wie Deep Learning und so weiter. Da hat eine IBM durchaus auch ein sehr, sehr, sie sind sehr hervorragend positioniert.
Jetzt ist dieser Service angekündigt, aber es ist also naheliegend, dass letztlich hier sicher auch gemeinsame Dinge zusammenkommen an einer gewissen Stelle für die Produktion dieser Themen. So, also nochmal zusammengefasst, OpenShift als Container Foundation, als Container-Plattform und obendrauf OpenShift Data Science als nächster Punkt. OpenShift Data Science. Jetzt kann man das mal kurz sacken lassen, weil ich bin jetzt das 11. Jahr bei Red Hat, habe davor 7 Jahre als Account Manager Red Hat verkauft. Data Science beziehungsweise das Thema Analytics war jetzt bisher nicht wirklich im Portfolio von Red Hat zu finden als Produkt. In den letzten Jahren als Technologie natürlich. Ich kann Kaffee oder ich kann andere Technologien entsprechend laufen lassen in Containern. Das macht absolut Sinn, das zu machen, weil ich das im Deployment und im Eskalieren so viel schneller bin, als wenn ich das im klassischen Serveransatz mache oder virtuellen Serveransatz mache. Aber Red Hat launcht in der Tat ein weiteres Thema Software as a Service als Red Hat OpenShift Data Science. Das heißt, wenn wir uns mal OpenShift-Umgebungen angucken, ich vermute, dass Sie vielleicht als Kunde vielleicht auch schon OpenShift einsetzen und ich, ohne jetzt Ihre dedizierte Infrastruktur zu kennen, wäre meine Vermutung, dass sie im Groben aus zwei Bereichen besteht, wenn Sie eine Containerplattform nutzen. Sie haben einen Bereich Applikationen und Sie haben einen Bereich Analytics, in dem Sie Daten auswerten und diese Daten letztlich dann die Applikationen betanken. Das können Sie dementsprechend auf OpenShift machen. Das heißt, OpenShift ist jetzt die Möglichkeit, dass Sie hier wirklich auch wirklich mit dem Support darunter und auch mit der Möglichkeit, mit demselben Enterprise-Anspruch dieses Thema eigentlich hingehen können und sagen, ich muss mir den Betrieb dieses Bereichs gar nicht ans Bein binden. Ich kann durchaus sagen, Red Hat, ich vertraue als Kunde auf Red Hat hier OpenShift Data Science zu nutzen, als Produkt mit Support und hier auch wieder letztlich einfach das Ganze als Software as a Service zu nutzen. Also mehr Fokus für die Applikation aus der Sicht des Kunden letztlich. So, und aller guten Dinge sind drei. So haben wir auch noch ein drittes Thema, was hier neu kommt und das ist das nächste große technische Announcement, sage ich mal, im Bereich Red Hat OpenShift API Management. Red Hat hat seit Jahren das Thema Threescale als API-Management mit an Bord. Vielleicht ganz kurz 2, 3 Sätze kurz erwähnt in diesem Kontext. Das gesamte Cloud-Business als Daten- oder Applikations-Business ist ja ein API-Business. Ich muss Daten kommunizieren über Schnittstellen. Und Threescale ist das Produkt im Red Hat Portfolio, mit dem eben hier an der Stelle ein API-Management-System angeboten wird, das auch einen sehr, sehr, sehr guten Ruf hat und eben auch als Cloud-Service konzipiert ist. So und jetzt geht Red Hat den Schritt und sagt, wir bieten OpenShift API-Management an als dedizierten Software-as-a-Service an der Stelle, um eben hier dem Kunden anzubieten, das Thema Cloud-Based nutzen zu können, wiederum mehr Fokus auf die Applikation und die Daten und weniger auf das Aufsetzen und den Betrieb von dem ganzen Thema. Ja. Es ist nicht so, dass wir das aus dem Portfolio rausnehmen. Wir erweitern das Portfolio. Also das heißt, all die Produkte, die Sie gesehen haben, gibt es natürlich auch als Produkt. Ich weiß es jetzt nicht zum Thema Data Science. Da müssen wir nochmal reingucken. Das würde ich jetzt mal ausklammern. Da kenne ich noch nicht die Announcements. Auch die sind alle neu für uns. Aber Threescale und auch das Thema Kafka gibt es als Produkt, als Red Hat Produkt, das ich auf OpenShift, auf einer On-Premise-Plattform OpenShift betreiben kann. Kaufen kann, also als Subskription kaufen kann, betreiben kann. Das gilt genauso für das Thema API-Management, nur hier ist es eben jetzt der dritte Cloud-Service, den Red Hat an der Stelle annonciert. Das Interessante ist eigentlich, wenn wir das mal zusammenführen, Red Hat bietet jetzt erweitert oberhalb von OpenShift und zu den großen Public-Cloud-Angeboten, die eben eine AWS, eine Google, eine Azure oder auch eine IBM am Start haben mit OpenShift, dedizierte eigene Services an zu ganz konkreten Anwendungsszenarien, die man hier hat im Bereich Data Science, im Bereich API Management und im Bereich Data Streams, Kafka. Gut. Soweit die Bereiche, um die jetzt einmal nochmal komplett darzustellen, können wir also sagen, Red Hat, OpenShift, Streams, also diese drei Bereiche und OpenShift, das ist jetzt nochmal zusammengefasst, das große Announcement zu den Services oberhalb von OpenShift. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, Red Hat Edge. Red Hat Edge ist
ein weiteres Produkt, was hier angekündigt oder ein weiterer Service, der angekündigt ist. Ich muss gestehen, also das Thema Edge ist zunächst einmal die Möglichkeit, dass Sie OpenShift auch wirklich am Edge einsetzen können. Also dass Sie wirklich OpenShift erweitern können und sagen, Sie können OpenShift bis managbar machen auf der Ebene eines IoT-Devices, sei das ein Fahrzeug, sei das ein Funkturm, sei das eine Windturbine, die in der Nordsee steht. Ja, das ist ja hier im Norden durchaus ein gängiges Szenario, sage ich mal. Dazu kann ich jetzt an der Stelle noch nicht sagen, dass es auch angekündigt. Das ist einfach zu frisch und da sollte man jetzt mal die nächsten ein, zwei Wochen abwarten. Da werden noch nähere Details rauskommen. Aber im Kern ist es so, dass eben dass es darum geht, jetzt hier wirklich das Thema Edge als eigenes Produkt anzubieten. Genau. Götz, hast du über das Thema Edge eventuell noch Infos oder Wissen, was über meinen etwas durchaus eingeschränkten Stand da hinausgeht? Ja, das Thema ist ja wichtig und ich denke, jeder, der da ein bisschen dabei bleibt, welche Themen gerade ziemlich hochkommen in der IT, das ist das Thema Edge. Wir haben das ein bisschen mehr als jetzt auch einen Überbegriff erstmal definiert. Was kommt es halt zum Beispiel, dass das Red Hat Enterprise Linux 8.4 einfach um Funktionen erweitert wird, um es halt, ich sag mal, leichter einmal in Cloud-Umgebungen einzusetzen und eben auch in Edge-Umgebungen einzusetzen, halt kleinerer Footprint, dass man die Updates in einer bestimmten Art und Weise einfach nachziehen kann, dass man sehr viel Image-Basiertes machen kann und dass wir halt auch unsere Container-Plattform, das OpenShift, dahin ausbauen, dass man eben auch bestimmte Workloads, ich sag mal, an die Edge, an den Rand transportieren kann, wo halt andere Gegebenheiten herrschen, ich sag mal, in so einer Fabrikhalle oder in so einem Windrad als im Rechenzentrum. Aber das ist, wie gesagt, industrieweit natürlich ein ganz wichtiges Thema und das Edge wird nicht direkt jetzt ein Produkt werden, sondern viele unserer Produkte werden halt dahin weiterentwickelt, dass wir dieses Usage-Szenario auch natürlich im Blick behalten und sie da die Produkte da einsetzbar machen. Genau. Gut. Danke, Götz. Dann gehen wir mal ganz kurz weiter. An dieser Stelle kommen wir dann zu den Red Hat Innovation Awards. Die Red Hat Innovation Awards sind ein Preis, der verliehen wird jedes Jahr auf dem Summit. Im Kern sind das Kunden oder auch Kunden und Partner, die eben hier wirklich spannende Projekte gemacht haben. Die Auswahl findet in der Regel so um den Dezember, Januar statt. Und die Nominierten waren in diesem Jahr eine ganze Reihe von Kunden an der Stelle. Ich möchte jetzt mal einen herausstellen, den Sie alle vielleicht auch in Form von vier Rädern vor der Tür haben. Das ist VW, ganz unten zu sehen. Warum ist VW so interessant? VW steht eigentlich für einen ganz, ganz großen Kunden in der Automotive, obwohl es viel, viel mehrere sind. Das sind eine BMW, es ist eine Ford, die in dem Bereich sehr viel mit uns machen. Die VW betreibt eine sehr starke Transformation. Das ist ja klar zu sehen. Wenn man mal einfach nur so ein bisschen nach den Gazetten geht, dann war vor 4, 5 Jahren der Dieselskandal vor 4 Jahren ja das große Thema, das Tal der Tränen, das heißt Automotive-Industrie. Die haben so das Problem, dass sie eigentlich mit dem Diesel am Ende sind, gerade vor der Herausforderung mit den Verbrennern, der Herausforderung zum Thema Klimawandel. Mittlerweile sind ja die deutschen Autohersteller zumindest sehr, sehr aggressiv, treten sie auf, das gerade wie gerade auf der Automesse in China gesehen, weil sie doch mit dem Know-how, was sie haben, auch sehr, sehr stark in der Lage sind, innovative Dinge auf die Straße zu bringen, um mal bei dem Fachbegriff zu bleiben. Im Kontext Red Hat ist es deswegen sehr interessant, weil eine VW sehr stark eine sehr, sehr starke Digitalisierungskampagne fährt. Wer in Norddeutschland vielleicht auch so die ein oder andere Kampagne sieht, wie in Wolfsburg, was da wirklich auch entwickelt wird, letztlich an neuen Themen, an Softwarekompetenz. Die VW hat gemeinsam mit uns im Bereich Forschung und Entwicklung, die VW hat im Bereich Forschung und Entwicklung ein Labor aufgebaut, in dem sie Vorserienfahrzeuge, die man kennt, als Erlkönig gebaut werden, physikalisch getestet werden. Ein Fahrzeug ist etwas, besteht nicht nur aus dem Fahrzeug, sondern aus ganz vielen Zulieferkomponenten. Seien das irgendwelche Bauteile von Bosch als Beispiel. So. Und in diesen Vorserienfahrzeugen ist sehr, sehr, sehr viel integriert. Ja? Und die Komponenten muss man testen. Das macht man typischerweise während Entwicklung des Fahrzeuges. Mit dieser Plattform, mit dieser OpenShift-Plattform, die Volkswagen aufgebaut hat und entwickelt hat, gemeinsam mit uns, ist es so, dass die VW jetzt hingeht und das Entwicklungsmodell des Autos hybrid aufzieht. Das heißt, es ist auf der einen Seite physikalisch natürlich,
Das heißt, das Fahrzeug muss natürlich gebaut werden und es gibt auch physikalische Komponenten. Es gibt aber auch als Software. Das heißt, ich kann das Fahrzeug in Form eines Software-Containers zum Beispiel durch ein Parkhaus fahren lassen. Das muss ich mehrere hunderttausende Male machen, damit es fehlerfrei passiert, bevor das eine Straßenzulassung bekommt, von der Funktion des Autonomous Drives zum Beispiel. Ja. Oder es gibt entsprechende Bosch-Komponente, irgendein Bauteil, was eingebaut wird. Das gibt es aber noch nicht physikalisch, weil es noch in Entwicklung ist. Aber als Software Development Kit, als Software gibt es das bereits. Ja. Das heißt also, das ist ein hybrides Modell. Das sind teilweise physikalische Dinge, die Software-Komponenten ausgelagert haben auf OpenShift. Und das sind Software-Komponenten in Form des Fahrzeugs und kompletten Fahrzeugsverhaltens, das dann wiederum physikalische Dinge integriert, die draußen irgendwie auf einem entsprechenden Aufbau existieren. Ja, das ist eine sehr kuriose Geschichte. Das Interessante ist eigentlich, dass die VW in der Lage ist, mit diesem hybriden Modell die Entwicklungszeiten zu verkürzen. Ich sag mal, ein Auto, ob das jetzt physikalisch oder im Container fährt, die Fahrt muss es machen und die Daten müssen gesammelt werden. Aber Man kann diese Testfahrten massiv parallelisieren mit Compute Power und entsprechenden Containern. Und dazu sind die in der Lage, in wesentlich kürzerer Zeit Fahrzeuge neu auf den Markt zu bringen. Ich sag mal, auch sowas wie Produktpaletten mehr zu diversifizieren, kleinere Serien zu machen. Also im Blick nach vorne, das ermöglicht ganz neue Möglichkeiten. Und das ist der Grund, warum die VW hier vorne steht. Der zweite Anteil, das ist der kulturelle Anteil, den Rettet sich an dem Thema hat es. Die VW hat mit uns ein Innovation Lab gemacht. Sie haben vielleicht schon mal was von einem Design Sprint gehört, also einem Entwickeln eines Minimal Viable Products nach entsprechenden agilen Methoden. Sowas bietet Rettet als Consulting-Leistung an. Sowas bieten auch wir gemeinsam mit Partnern als Consulting-Leistung an. Und das Thema ist etwas, wo die Volkswagen initial vor zwei Jahren den ersten Innovation Lab gemacht hat mit uns und hier diese Plattform aufgebaut hat. Mittlerweile nutzen sie diese Methode und dieses Consulting an verschiedenen anderen Ecken. Das heißt, das verändert die Organisation in der Art und Weise. Da geht es nicht um Technologie. Da geht es darum, wie baue ich aus Technologie ein Produkt, wie betreibe ich das? Und das hat mit Menschen zu tun. Und das ist eigentlich der wirklich sehr, sehr spannende Teil an dieser Reise, die hier wirklich die VW wiederholt auch aufs Treppchen geholt haben. Götz, jetzt muss ich gerade gestehen, ich weiß gar nicht, wer den Innovation Award dann bekommen hat. Hast du das mitbekommen oder kommt das im zweiten Teil des Summits im Juni? Ich glaube, das kommt noch. Das war die Vorstellung auch nur, die ich gesehen hatte. Das kommt noch, genau. Vielleicht für Sie kurz zum Hinweis. Der Summit findet ja in zwei Blöcken statt. Das ist auseinandergezogen worden. Wir haben jetzt die ganzen Keynotes, die ganzen Vision-Sessions, die Deep Sessions, also die mehr mit Strategie, mit Produkt, mit Blick nach vorne, mit Partnerschaften, mit Allianzen, mit Kunden zu tun hat. Und die ganzen technischen Keynotes, also die wirklich der zweite große Teil des Rettet Summits, der findet im Juni statt. Genauso wie der erste Teil ist die Teilnahme kostenfrei. Das heißt, ich möchte Sie sehr einladen, unter redhat.com sich hier auch nochmal anzumelden. Im letzten Jahr waren auch die ganzen Sessions, alles, was ich Ihnen jetzt zeige, auch später im Rückblick als Video verfügbar. Über Monate. Das kann man sich also angucken. Da ist sehr, sehr viel dabei, wo man, glaube ich, einfach auch mitnehmen kann an kulturellen und technologischen Dingen und an Überblick, was andere Hersteller, was andere Kunden und auch andere Cloud-Provider so tun. Genau. Dom, noch mal einen kurzen Hinweis. Ich habe eben geguckt, das ist wahrscheinlich dann in der Nacht passiert oder so. Also Medifee ist Innovator of the Year geworden. Ah, okay, alles klar. Medifee ist ein argentinischer Healthcare-Dienstleister. Die haben ihren Slot gehabt zusammen mit dem Rettepartner, sage ich mal, der denen also eine Applikation gebaut hat. Ich muss sagen, ich kenne jetzt diesen konkreten Fall nicht, aber da gibt es auch sehr, sehr spannende Kunden. Ich kann vielleicht ganz kurz in zwei Sätzen nochmal eine Innovation Award aus dem Jahr 2019 berichten. Das ist ein Klinikverbund der USA, die eine ganze Reihe von, übers ganze Land haben, von Krankenhäusern. Und da gibt es das Problem der Sepsis. Das heißt also, Patienten, die haben eine Blutvergiftung. Und das Problem der Blutvergiftung ist, dass, wenn die diagnostiziert wird und der Kunde das hat und das tritt in einem gewissen Prozentsatz nach Operation auf, dann gibt es einen Zeitrahmen, in dem man das noch bekämpfen kann oder behandeln kann. Und dann gibt es einen kritischen Zeitrahmen danach. Ab dann wird das sehr schwierig bis hin
dass der Patient verstirbt. Das Problem dabei ist, ich habe den Zeitpunkt der Untersuchung, da wo der Blutentnahme, dann geht das ins Labor, dann wird das Ganze analysiert, das Ergebnis kommt zurück, dann gibt es einen Schichtwechsel im Krankenhaus und zwischen diesen Zeiten, wir reden von einem Zeitraum von 6 bis 8 Stunden maximal, der ist so kritisch, dass es also einen relativ, ich sag mal nicht hohen, aber einen signifikanten Anteil gibt, 2-stelligen Prozentsatz an Sepsisfällen in Krankenhäusern nach Operation, die tödlich verlaufen. So, und was der Kunde gemacht hat, in dem Falle ist es so, die haben also zwischen Krankenhaus und der Analytik haben sie, das Krankenhaus hat eine OpenShift-Plattform aufgebaut mit einer entsprechenden Data Analytics-Methode in Basis der Container, mit der sie eben die Analyse, die hier passiert, in Software passiert und die Ergebnisse sofort bereitstehen. Und letztlich wird über eine App, die dem Krankenhaus bereitsteht, die Möglichkeit gebeten, hier diese Ergebnisse sofort zu sehen. Es ist also eine Zusammenbringung von der digitalen Krankenakte, die natürlich hochsensitiv ist, wo man entsprechende Sicherheitsvorkehrungen hat, den externen Analysedaten und letztlich dem Tool, ich sag mal, dem Kontrollpanel, was dann der Arzt in der Hand hat, um wirklich diesen Patienten hier umfassend auch behandeln zu können. Ja, so, das ist ein Beispiel für doch ziemlich, ich finde, ja, für ziemliche Gamechanger eigentlich, ja, die da so derzeit passieren und wo Technologie und Cloud beziehungsweise die Beratung dabei und der Bau von diesen Applikationen einen ziemlich konkreten Anteil dran haben, einen ziemlich wichtigen Anteil dran haben. Das ist durchaus einer der Punkte, der mich eigentlich sehr stolz macht, auch in dem Bereich unterwegs zu sein und der wirklich großen Spaß bringt. Gut, soweit zu der ersten Keynote-Session und dem Überblick. Ich blicke mal kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt 11.47 Uhr, da die Veranstaltung bis 12.15 Uhr geht, wäre mein Vorschlag, dass wir jetzt noch maximal 8 Minuten uns nehmen für das Thema ich erzähle Ihnen was oder wir erzählen Ihnen was und dann noch Raum haben für Fragen. Wenn Sie möchten, haben wir noch 20 Minuten für Fragen. Kurze Rückfrage, Pascal, passt das so vom Maß her? Das passt. Ich glaube, du kannst aber tatsächlich aufgrund der Menge der Fragen ein paar Minuten länger doch was erzählen. Okay, gut. Dann sind die Fragen kürzer, aber es gibt mehr davon. Wunderbar. Gut, dann machen wir noch ein bisschen weiter zu den Produktupdates. An der Stelle haben wir eine ganze Reihe von Verantwortlichen, die hier wirklich in Augenschein treten. Vielleicht ist es einfach mal zu sagen, zum Thema Kultur und Veränderung gehört sicher auch das Verändern der Rollen. Das heißt also, dass man auch, und das finde ich gerade im Bereich Tech so interessant, dass man bei Technologiefirmen auch Frauen in Führungspositionen findet. Das ist etwas, was bei Red Hat, also Women in Tech oder Women in Business, ist ein Thema, was bei uns genauso wie Gleichheit zwischen Hautfarbe, Religion und so weiter und Gender ganz, ganz klar im Vordergrund steht und wirklich ein wichtiger Punkt ist. Vielleicht mal den einen kurzen Kommentar erwähnt, warum ist das so? Das ist eigentlich, also ich finde es eigentlich, dass es eine Grundvoraussetzung ist, die einem die Menschlichkeit wirklich auferlegt. In Wirklichkeit hat das aber auch sehr viel mit Wettbewerbsvorteil zu tun. Gerade im Technologiebereich ist es so, dass man einfach prinzipiell zu wenig Leute hat und gar nicht genügend Leute findet. Das heißt, hier wirklich auch in Unternehmen Sichtbarkeit von Managementpositionen für Frauen zu promoten und auch zu fördern, wirklich auch von den Statuten her, dass das auch eigentlich, ich sage mal, im Gesellschaftsvertrag mit verankert ist. Das sorgt dafür, dass Unternehmen attraktiv sind für weibliche Bewerberinnen, für kompetentes Personal, ja, für unterschiedlichste Menschen, auch unterschiedlichen Ländern. Das ist eigentlich bei uns gelebte Praxis bei Red Hat. Und ich kenne es eigentlich in den letzten 10 Jahren nicht anders. Ja, es gibt Menschen aus allen Kontinenten. Es gibt eine sehr hohe, also wenn ich mal den männlichen, weiblichen Anteil vergleiche, ich weiß nicht, ob wir Paris in der Pari sind, aber der Frauenanteil ist sehr hoch. Gerade für das Thema Tech ist der sehr hoch. Wir haben unglaublich gute Ingenieurinnen. Und wenn ich mal schaue in den Führungspositionen, ist das eine der wirklich sichtbaren Veränderungen, auch nach außen, gewollten Veränderungen nach außen. Wir sind ein Unternehmen, was hier wirklich auch als kultureller Leader auftreten möchte und im Beispiel sein möchte für eine offene, für ein offenes Verständnis, für eine offene Welt. Ja. Tracy Ranking ist Vice President Software Engineering für Global, für Red Hat, und die stellt eben jetzt die einzelnen Bereiche vor.
Die Susan Roper ist Senior Product Marketing Managerin für Red Hat Enterprise Linux. Für das ist in aktueller Version 8.4. Da gab es auch eine ganze Reihe von Announcements an der Stelle. Ja, aber das sind eigentlich so die klassischen Werte. Warum ist Red Hat so spannend für das Thema Linux, Stabilität, Performance, Managebarkeit, aber gleichzeitig eben Entwickler und Container-Tools. Ja, und das Thema Red Hat Insights und Red Hat Smart Management. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und das Thema Edge. Aisha Devroy, ich muss sagen, ich kann jetzt nur auf meine französischen Sprachunterricht, Schulzeit lang ist es her, vielleicht heißt sie Aisha Devroy. Jedenfalls ist sie Director for Product Management Hybrid Cloud Business Services bei uns. Und hier geht es wirklich um das Thema Cloud-Konsole. Ich glaube, da könntest du noch ein bisschen mehr zu sagen, Götz, zum Thema Managebarkeit von Cloud, von Containerumgebung, gerade auch in verteilten Clouds. Das ist, passt natürlich ganz groß mit in das Thema rein, dass wir sagen, wir positionieren unsere Containerplattform OpenShift eben als Enabler für Multicloud- oder Hybrid-Cloud-Szenarien. Man muss das ein bisschen auseinanderziehen. Normalerweise hat man unter Hybrid Cloud immer verstanden, im eigenen Rechenzentrum cloudartige Dienste anzubieten und die dann zu bridgen, rauszuziehen zu einem anderen Cloud-Provider. Und was man halt heute sieht, sind eigentlich immer Multicloud-Umgebungen. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Kunden, der sich auf einen der Cloud-Anbieter alleine fokussiert. Das ist dann Multicloud. So, wenn man etwas wie OpenShift als Applikations-Container-Betriebsplattform positioniert, möchte man ja sicherstellen, dass die stabil, einfach und betrieben werden kann auf allen, ich sag mal, großen Virtualisierungs- und Cloud-Plattformen, was wir sichergestellt haben. Es wurde ja auch vorhin schon angesprochen, dass wir mit allen großen Anbietern, halt AWS, Azure, GCP zusammenarbeiten von Cloud-Plattformen und man dort quasi OpenShift managed, jointly managed zwischen Red Hat und dem Plattformanbieter halt betreiben kann oder betreiben lassen kann. Und trotzdem braucht man trotzdem noch eine Schicht darüber, mit der man halt dann ja seine vielleicht vielen OpenShift-Cluster Lifecycle-Management machen kann, deployen, die Konfiguration ändern, löschen kann und dass man darauf halt auch die Applikationen entsprechend wieder deployen kann. Ne? Dass ich sage, die geht jetzt zu AWS und ein Teil davon geht vielleicht zu Azure oder ich will eine Applikation migrieren. Und da kommt halt dieses Advanced Cluster Management für Kubernetes dazu, das bei uns das Portfolio, ich glaube, letztes Jahr erweitert hat. Oder nicht, es war sogar dieses Jahr, haben wir es General Available gemacht. Und das ist halt der Advanced Cluster Manager. Und das ist halt eine ganz wichtige Komponente, wenn man halt sagt, es gibt nicht nur eine Single-Cloud-Welt, sondern es gibt eigentlich überall nur Multi-Cloud-Dienste, die man nutzt, die irgendwie gebändigt werden müssen. Da setzen wir mit dem OpenShift drauf, um das zu ermöglichen. Und wenn man sich vorstellt als Blockbuilder, dann obendrauf hat man den Cluster-Manager, der verschiedene OpenShift-Cluster und auch die Applikationen da drauf eben verwalten kann. Genau. So, und in dem Thema möchte ich noch eben mal den Bogen schlagen zum Thema Automation, beziehungsweise auch zum Thema Insights oder Predictive Maintenance eigentlich an der Stelle. Was wir hier jetzt sehen, ist auf der Ebene einfach als Beispiel gesehen, hier wir haben 149 API-Objekte zum Thema Application Services, 30 Kafka-Instanzen, das war das Data Stream. Ich muss jetzt bei ODH-Projekten gerade Container, muss ich passen, ich weiß nicht, was das heißt. Aber daneben haben wir dann wirklich 12.302 Red Hat-Server, klassische Red Hat-Systeme, virtuell wahrscheinlich. Ja, und ich habe danach 8 OpenShift-Cluster und 4 Tower-Cluster, also 4 Automation-Cluster an der Stelle. So, und dann gibt es darunter Automation-Empfehlungen, es gibt Einblicke in die Plattform. Das zeigt einfach mal, was für eine holistische Klammer das Ganze mitbringt, welche Detailtiefe wir mitnehmen können, in die wir einsteigen können, von einer wirklich hohen Flughöhe an der Stelle. Ja? Und das ist, glaube ich, sicher, wenn wir uns mal das Thema Open Source oder Open einfach evolutorisch ansehen. Das ist mittlerweile eine Ebene erreicht, die hat einen unglaublich tiefen und weiten Reifegrad an der Stelle. Ja. So, um das nochmal an der Stelle darzustellen, das war auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt zwei Themen, die es bei Red Hat gibt. Das ist einmal erweitert im Portfolio, also das Thema Ansible, haben wir schon gehabt, Ansible als Management-Plattform und dann darüber die Möglichkeit, auch ein sogenanntes Predictive Maintenance
einen Predictive Maintenance Service zu nutzen. Der heißt Rettet Insights. Insights ist ein Dienst, mit dem ich in der Lage bin, Linux-Systeme. Also wie funktioniert das? Es funktioniert so, dass der Kunde bestimmte Logfiles bereitstellt, dass sie hochgeladen werden zu Red Hat, anonymisiert. Da sind keine personenbezogenen Daten drin, sondern es geht um, welche Pakete sind installiert, was ist der aktuelle Stand der Software, die Konfiguration gewisser Komponenten. Und aus dieser Masse an Daten, die wir haben, also wenn Kunden das tun in der Breite, bietet Red Hat mit Insights einen Predictive Maintenance Service, der sagt, aufgrund der aktuellen Situation zum Thema Sicherheit und der Konfiguration, die du hast, ist es wahrscheinlich, dass du in einen bestimmten Breach oder ein Problem reinlaufen wirst. Und dann gibt es Empfehlungen zu handeln, Handlungsempfehlungen, die quasi vor dem eigentlichen GAU oder Problem dementsprechend gegeben werden. Und das ist mittlerweile relativ gängig im Bereich, Red Hat Enterprise Linux. Da war das ein Bestandteil on top zu den Managementmöglichkeiten, die man sonst hatte, um Red Hat eben automatisiert oder aus der Ferne zu managen. Das Interessante, was jetzt passiert ist, Red Hat weitet das aus auf ganz verschiedene Bereiche, auf OpenShift, über verschiedenste Produkte hinweg. Auch da ist es etwas zu früh zu sagen, ich habe das in allen Kernen jetzt auch detailliert da, aber die Aussage auf dem Summit ist in der Tat gewesen, in den Sessions, dass also Ansible letztlich als dass Insights als Predictive Maintenance Service in ganz neue Produktbereiche reinwandert, auf die Container-Ebene, teilweise auf die Applikationsebene, um dann letztlich zu sagen, Architektur, Betrieb und Entwicklung auch wirklich hier umfassend entsprechend hiermit nutzen zu können an der Stelle. Das ist der Punkt zu Red Hat Insights und die offizielle Folie, also Red Hat Enterprise Linux war und jetzt wird es auch angeboten für Red Hat OpenShift Container Plattform und für Red Hat Ansible Automation Plattform. Was bedeutet, alles, was ich administriere mit Ansible, was ich automatisiere mit Ansible und die Container Plattform, es wird eigentlich ein erweiterter Dienst, der sich jetzt quer durch die Grundsäulen des Red Hat Portfolios zieht. Götz, hast du da vielleicht noch mal ein paar Updates zu? Nur noch mal den Hinweis, dass man das ein bisschen sich klar machen sollte, wie das jeweils positioniert und aufgebaut ist. Insights ist ein Service von uns, den wir unseren Subscribern anbieten, der auch, soweit ich weiß, niemals irgendwie on-premise installierbar sein wird oder sowas. Und da müssen halt entsprechend Daten übermittelt werden, um halt so ein schönes Auswertungs-Dashboard, wie Dom das eben gezeigt hat, zu bekommen, womit sich tatsächlich Kunden in Deutschland manchmal noch ein bisschen schwer tragen, ne, mit Datensicherheit und so weiter. Das kann man im Gespräch dann mit den entsprechenden Account-Teams häufig ausräumen, weil das sehr runtergestrippt werden kann, was an Daten wirklich übermittelt wird. Hat aber halt einen riesen Mehrwert, dass man halt frühzeitig auf irgendwelche Sicherheitsprobleme auch aufmerksam gemacht wird, dass da Ansible-Playbooks rausfallen, mit denen man diese Probleme dann beheben kann in seiner Infrastruktur. Mhm. Das läuft halt, ich sag mal, im Rest der Welt wirklich gut, wird auch sehr gut angenommen. Im Endeffekt ist da Machine Learning dahinter dann wieder. In Deutschland müssen wir da noch ein bisschen dran arbeiten. Ich finde es auch sehr gut und es zieht halt immer intensiver ein in die Produkte. Aber wie gesagt, das ist ein Hosted-Angebot von uns an die Software-Subscriber, die bei uns halt bezahlen für die Nutzung von Open-Source-Software von uns. Nicht verwechseln mit diesem Cluster-Manager. Das ist halt die Lösung, die man auch on-premise dann installieren kann zum Managen von von OpenShift-Clustern. Nur um das nochmal klarzustellen. Okay. So, damit sind wir im Kerne am Ende der Keynotes angekommen. Das Thema der Live-Demos würde ich jetzt ein bisschen, das ist ein ganz großartiger Mensch, der Burst Hutter. Man muss wirklich sich sehr konzentrieren, weil er in einer unglaublichen Geschwindigkeit spricht, aber der leitet den Bereich Developer Experience und ist eigentlich bekannt für seine wahnsinnig spannenden und immer sehr, sehr kurzweiligen Produktdemos, immer auf dem Summit und auch so übers Jahr. Was wir hier sehen an der Stelle, nur mal ganz kurz erwähnt, wir haben das ServiceNow als Serviceportal, da ist dementsprechend Das ist ein OpenShift, oder? Es könnte auch ein Ansible sein. Also dort ist das entsprechende Red-Hat-Produkt integriert. Das heißt, die Integration zwischen unterschiedlichen Plattformen mit den Produkten von Red Hat ist gang und gäbe. Und eigentlich tägliches Bild bei den Unternehmen. Sie brauchen nie nur die Produkte von Red Hat und auch das Management von Red Hat. Man kann auch mit anderen Lösungen, die natürlich am Markt etabliert sind, Ergänzungen machen, wie zum Beispiel ServiceNow an der Stelle als Serviceportal. Ja. Gut,
Ich schaue mal in Richtung Pascal. Wir haben jetzt genau 12 Uhr. Wir hätten noch eine Viertelstunde für die Fragen. Ich könnte noch ein paar Takte zur Partner-Keynote sagen, die am zweiten Tag kam. 5 Minuten noch für dich. Okay, gut. Gut, dann vielleicht am zweiten Tag die Partner-Keynote. Interessant, warum Partner-Keynote? Das ist eine spannende Frage und da gehen wir jetzt drauf ein. Man könnte ja sagen, das ist doch eher was für die Partner. Ja, es ist eben nicht, sondern es ist die Frage, wie sieht, also Red Hat, auf der einen Seite haben wir das Thema Engineering, die Entwicklung der Produkte, der Betrieb und der Support. Und auf der anderen Seite haben wir die Sales-Organisation, die Red Hat-Produkte verkauft. Und wir haben jetzt eben gehört, dass sich die Channel zu den Kunden diversifizieren und zwar massiv verändern, transformieren. Das heißt also klassisches Reselling oder Direct-Verträge, Direct-Reselling, was Red Hat viele Jahre gemacht hat und damit auch gut gefahren ist, ist ein Thema, was sich verändert. Und das hat A, damit zu tun, wie groß eine Red Hat ist. Eine Red Hat hat eine Größe erreicht von der Unternehmensgröße und vom Umsatz, dass wir das zum Beispiel rein über die Direct-Sales-Organisation gar nicht mehr, so viele Leute können wir gar nicht einstellen. Das heißt, die Adaption dieser Themen am Markt oder das Marktinteresse ist so groß, dass das ein Hersteller über eine Direktorganisation gar nicht handeln kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das Thema Cloud, die Cloud-Partner, die Cloud-Provider eine immer wichtige Rolle spielen. A, im Betrieb der Infrastrukturen für die Kunden, weil die Kunden die Ressourcen nutzen. Und B, weil die Kunden einfach immer mehr anfangen, Produkte auch darüber zu kaufen. So, und auch eine Cloud muss ich betreiben, eine Cloud muss ich konfigurieren. Das heißt also, Partner liefern die Mehrwerte für A, die Architektur, wie baue ich es auf? B, wie sieht das Szenario aus? Wie mache ich sicher? Beispiel Netius, die hier wirklich hervorragende Skills mitbringen, genau zu dem Thema. Und dann die Frage, wer betreut mich eigentlich? Ich habe verschiedene Channel. Das machen die Partner. Die kennen im Zweifelsfall die Kunden auch viel besser. Und dann geht es, haben wir auch gehabt, das Thema immer mehr, es geht um Workloads, es geht um Softwareentwicklungskompetenz in den Fachbereichen, immer mehr auf der Kundenseite. Auch das ist ein Thema, das kann eine Red Hat überhaupt nicht leisten. Da geht es also immer mehr um Social Skills, da geht es um fachliche, technische Skills und diese Brücke sind die Partner für Red Hat. Also zur Global Partner Keynote. Ganz kurz ein paar Worte zum Thema Partnerprogramm und Commitment. Open inkludiert letztlich nicht nur die ganzen Player, was ich eben gesagt habe, die dort eine Rolle spielen, sondern genau auch die entsprechenden Berater, Lieferanten, Verkaufsmöglichkeiten an der Stelle, also unsere Partner. Es geht über Bare Metal virtuell bis hin zum Edge. Es gibt eine unglaublich breite Basis oder Spanne, über die solche Themen wie Developer-Tools, Applikationsplattformen, Orchestrierung, Kubernetes geliefert werden müssen. Und darunter müssen die entsprechenden Systeme gemanagt werden an der Stelle. Ja? Datenservices, Container mit entsprechendem Management und Automation. Und all das muss man aufbauen. Das ist unglaublich komplex. Diese Themen sind zwar vom Layer-Prinzip her, vereinfacht sich die Technologie. Ich habe nicht mehr so hoch individuelle Ansprüche. Aber die Komplexität in der Materie an sich, in der Kompetenz, die war nie höher. Ja, und gerade der Bereich Sicherheit ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, die man an der Stelle berücksichtigen muss. So, Red Hat ist der Open Hybrid Cloud Leader technologisch. Wir sind eine Software- und Service-Company, ja, und wir haben ein Open-Source-Entwicklungsmodell. So, im Kerne hat Red Hat als Strategie für 2021 drei wichtige Punkte. Erstens, Customer Centricity, also der Kunde steht im Mittelpunkt, ganz klar. Der Kunde steht im Mittelpunkt. Zweitens, der Fokus auf die Partner. Red Hat wächst nur mit den Partnern. Red Hat kann nur mit den Partnern liefern. Ja? Und das dritte ist Open Hybrid Cloud Technology Leadership. Das ist das, was die Kunden von uns erwarten. Da sehen wir uns auch selber. An der Stelle möchten wir wirklich, und das ist ein Ökosystemthema. Ja? Das heißt, da sprechen ganz viele miteinander, probieren Technologien aus. Da spielen ganz viele mit, Cloud-Provider, andere Hersteller. Das sieht man auch an den Auftritten der entsprechenden Granden aus der IT, die wir vorhin gesehen haben, anfangs des Vortrags auf der Leinwand. Und das muss alles zusammen funktionieren. In Richtung Kunden ist es so, dass es also ein klares Commitment gibt zum Lifecycle an der Stelle, zu den Produkten. Ja? Das heißt, wir haben einen Fokus auf technologische Adoption und auf Renewals, also auf die Kontinuität der Lieferung und auch der Services in dem Kontext. Ja? Aber wir bleiben neutral innerhalb gemeinsamer Accounts. Also ein klares Commitment wirklich an die Partner an der Stelle. Ja? Wir arbeiten mit Partnern, mit unterschiedlichsten Partnern zusammen
Und wir möchten es einfach und wir möchten letztlich dem Kunden es ermöglichen, unsere Produkte einfacher kennenzulernen und von den Partnern über die Partner kennenzulernen und kaufen zu können an der Stelle. In Richtung Partner ist es also so, dass die Co-Creation mit Partnern, also das gemeinsame Erarbeiten mit den Partnern von Lösungen, von Mehrwerten, die vor allem eben im Bereich Skills, Know-how, Vertical Skills, Zugänge auf der Partnerseite liegen, ja, die wir hier wirklich gemeinsam entwickeln und gemeinsam positionieren und verkaufen. Also sell with and sell through, ja, nicht ein sell to. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Nicht das klassische Box-Moving, ja, vom Hersteller zum Kunden, sondern es geht um Mehrwerte. Auch die Technologie ist nur ein Bestandteil eines erweiterten Mehrwertes. So, wir möchten dadurch natürlich, bieten sich Opportunities an für das Rettet Enterprise Linux Ökosystem für Partner auf OpenShift, ja, so. Und letztlich bietet Rettet den Mehrwert, dass wir sagen, wir zertifizieren das ISV-Ökosystem der Softwarehersteller. Und wir möchten gemeinsam die Workloads gewinnen. Auch wenn Sie das Container-Thema angucken, ist das ein Bereich, wo Sie ganz, ganz viele Player finden zum Thema Sicherheit, Netzwerk und so weiter. So, letztlich ist Red Hat also ein starker Partner verlässlicher Partner sein für unsere Partner in Richtung der Kunden, für eine gemeinsame Story, für eine gemeinsame Journey an der Stelle. Das letzte Thema haben wir, glaube ich, so oft jetzt heute mal erwähnt. Also Red Hat Partner und auch IBM ist für Red Hat ein Partner. Ja, das mag jetzt überraschend klingen, weil wir ein Red Hat Unit, IBM Unit sind, aber IBM ist ein Partner auch in Richtung der Kunden. Gut, damit möchte ich mal Luft holen und erstmal zu dir zurückspielen. Super, vielen Dank, Dominik. Danke. Herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch dieser doch ja Mammutaufgabe gestellt habt. Etwas, was live vor nicht mal 24 Stunden vorgestellt worden ist, mit Screenshots dann zu übersetzen und einen zusammenhängenden Vortrag zu bringen, ist eine ganz, ganz tolle Leistung. Und ich glaube, oder ich bin eigentlich überzeugt, dass dieses Signal auch mitgekommen ist, dass Red Hat einfach ein innovatives Unternehmen ist, was auf einen technologischen Ansatz aufbaut und das mit Use-Case-basierten Wegen dann in das Unternehmen halt reintreten. Das ist genau auch die Art und Weise der Zusammenarbeit, wie wir sie spüren, wie wir sie auch gerne machen, weil der Bereich, aus dem wir natürlich kommen, ist dieses Container-nahe, ist das Cloud-nahe, ist Automatisierung, sind Security-Aspekte, bei denen wir auch gemeinsam mit Ihnen, die ich jetzt als Teilnehmer hier auf der Seite sehe und vielen anderen zusammenarbeiten, und überlegen müssen immer, wie schaffen wir diesen Schritt aus dem Technologischen in das Innovative für das Unternehmen rein. Das heißt, wie schaffe ich den technischen Use Case nachher zu einem Business Use Case zu bringen. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz tolle Ergänzung einfach gefunden in der Konstellation mit Ihnen auf den technischen Seiten, mit den Fachbereichen, mit Red Hat, mit sehr, sehr soliden Produkten, mit tollen, innovativen Ansätzen und echt spannenden Ideen. Und die haben wir ja auch gehört, plus dem, was wir mit reinbringen, den großen technischen Hintergrund, das Verständnis, wie die Produkte ineinander greifen und wie man aus diesen verschiedenen Sachen dann das zusammen funktionierende Ökosystem dann schaffen können. Da ist mit Sicherheit eine ganze Menge spannender Punkte drin, die wir auch gerne in Gesprächen diskutieren und vertiefen können. Und die gute Nachricht für die ja heute sagen, das war mir alles zu oberflächlich, da war mir viel zu viel Marketing, viel zu viel Keynotes drin. Am 15. bzw. 16. Juni kommen dann die technischen Sessions. Da können Sie sich also über redhat.com einmal anmelden und in all die Themen auch nochmal wirklich in die tiefsten technischen Details dann reinsteigen. Und dahingehend geht auch tatsächlich eine Frage oder eigentlich zwei Fragen, die man, glaube ich, ganz gut miteinander verbinden kann. Und ich versuche sie mal in meinen eigenen Worten dann zusammenzufassen. Geht durchaus an euch beide, Götz, Dominik. Da geht es um die Verzahnung zwischen Red Hat und Microsoft. Man hat in dem Vortrag gesehen, Red Hat und Microsoft arbeiten gemeinsam. Das heißt, ich kann OpenShift in Azure haben. Ich habe da starke Integrationsmöglichkeiten. Aber was ist das, was nachher lokal passiert? Wir haben hier in dem Fall eine sehr, sehr heterogene Windows-Umgebung. Kann ich jetzt kein Red Hat einsetzen? Kann ich keine Container machen, muss ich jetzt quasi Hyper-V verwenden? Da wäre vielleicht nochmal ein guter Punkt, dort einfach einzugehen. Und ich glaube, ich gehe so ein bisschen auch in das Thema Windows in Container-Umgebung und Ähnliches. Wer von euch beiden mag darauf einmal zu der Verzahnung und zu dem technischen Aspekt was sagen? Dom, das übernehme ich mal, würde ich sagen. Gerne.
Ja, der erste Punkt war angesprochen. Das heißt, wir arbeiten eng mit Microsoft schon seit langer Zeit zusammen, auch sehr partnerschaftlich und vertrauensvoll. Hat Dom ja eben auch ganz gut dargestellt, dass das ja auch nicht immer so war, so in der Historie. Und eben ein Zeichen davon ist halt, dass OpenShift auf Azure sowohl halt als supportete Plattform installiert werden kann oder auch als Service genutzt werden kann, dass man halt quasi mit einem Klick da sein OpenShift dann gemeinsam gemanagt von Microsoft und Red Hat deployen kann. Wie bridget man das ein bisschen jetzt vom Containerbetrieb her in sein lokales Rechenzentrum? Das habe ich so verstanden, dass das die Frage war. Cool. Es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, OpenShift lokal zu installieren, ob man da jetzt ein vSphere oder ein Hyper-V am Start hat oder auch auf Bare Metal. Was allerdings gerade kommt, was mit Sicherheit in naher Zukunft noch sehr viel spannender werden wird, ist eben eine, ich sag mal, heterogene Umgebung im OpenShift zu nutzen, um Windows-Container zu betreiben. Das ist jetzt nicht so richtig meine Expertise, Windows als Betriebssystem und Containertechnologien, aber es gibt da auch eine Möglichkeit, Applikationen auf Windows in Windows-Containern zu betreiben. Und es wird ganz intensiv daran gearbeitet, dass halt auch ja, Windows-Systeme, Windows-Server als Worker-Nodes in ein OpenShift-Cluster aufgenommen werden können. Das ist auch teilweise, meine ich, jetzt freigegeben. Es gibt da wirklich unglaublich viele Herausforderungen, weil das natürlich unterschiedliche technologische Welten sind. Aber sowohl Microsoft wie wir sind da sehr stark daran interessiert, eben OpenShift als die kontrollierende Instanz quasi zu nehmen, in der man Linux-Workloads als Container betreiben kann, wie es halt langsam sehr gängig ist in dieser IT-Welt, aber auch halt Windows-Nodes da reingenommen werden können, auf denen man dann halt .NET oder wie auch immer basierte Windows-Workloads nativ auf Windows betreiben kann und man mit OpenShift managen kann. Das ist ein bisschen Early Days. Ich meine, der erste Teil ist entweder Tech Preview oder sogar schon supported. Das haben wir auch gerade nochmal präsentiert bekommen intern. Da sollte man dringend nochmal drauf gucken oder eventuell halt auch ein Red Hat Account Team anfragen oder einen Partner, der damit zu tun hat. Das ist im Prinzip die Schnittstelle zwischen Windows und ja, unserer Welt, der Open Source Welt, der Linux Welt. Super, vielen, vielen Dank, Götz, Dominik. Das waren auch tatsächlich die Fragen und wir sind auch am Ende unserer Zeit anbelangt. Damit gibt es dann nur noch, wie gesagt, zu sagen, herzlichen Dank an euch beide, danke an die Teilnehmer. Wenn Sie Fragen haben, wenn es bei den Slides, die Sie bekommen, noch ein paar Punkte gibt, die Sie diskutieren möchten, die Sie besprechen möchten, kommen Sie gerne auf uns zu. Dafür gibt es verschiedene Wege, entweder unten das Chatfenster, es ist doch nicht F und A, sondern Chat steht bei mir mittlerweile, das zu benutzen. Schreiben Sie uns die E-Mail an Ihre persönlich bekannten Kollegen oder auch gerne direkt an mich. Auch meine Mailadresse steht dort. Rufen Sie uns an. Ich glaube, Sie finden die Kontaktwege zu uns, wenn Sie heute auch die Einladung hier bekommen haben. Und dann bleibt nur noch die Werbung für die nächsten Events. Das heißt, gucken Sie immer gerne auf Netius.de Events oder wenn Sie sich das ersparen möchten, dann informieren wir Sie natürlich auch proaktiv, wenn Sie einmal den Newsletter subscriben. Die Adresse steht dort unten. Da freuen wir uns drauf, wenn wir da zusätzliche Teilnehmer auch heute nach diesem Webinar bekommen, um sie auch dort in der Zukunft abzudaten. Und von daher vielen, vielen Dank an alle, an die Teilnehmer, an die Vortragenden. Und dann wünsche ich Ihnen eine tolle Mittagspause, hoffentlich mit gesunden, vernünftigen Essen und einen erfolgreichen restlichen Arbeitstag. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.